Hi YouTube, was geht ab? Wir befinden uns gerade in Los Angeles, Freunde. Und wir haben gestern einen IRS-Stream gemacht, wo wir beim Walk of Fame waren. Außerdem haben wir den Kameramann von Logan Paul getroffen, der uns dann noch ein paar wilde Spots gezeigt hat. Dort, wo ihr steht, wurde Biggie erschossen. Cool, da fühle ich mich gleich viel sicherer hier. Wenn euch das Ganze also gefällt, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Also hier ist jetzt ein Starbucks, da könnten wir uns jetzt kurz eindecken und dann zum Hollywood-Sign fahren, bis wir... Eindecken? Ja, eindecken. Dicker, wie alt bist du, 40? Du sagst goofy, quatschig und krampfig. Willst du mich verarschen? Bruder, du sagst Dreck. Ach, gehen wir schon wieder auf Englisch? Hey, would like to have a large coffee, please, from the Starbucks. Mann, oh, Dicker, so rede ich nicht. Would like to have two pink drinks, Starbucks refreshing, halt die Fresse. With less ice, please. Less ice. Okay, which ice? The biggest one. I would like to have like two Dragon Pink Starbucks refresher. No, that's it. No, it's okay, thanks you. Ey, lass Mike zahlen, lass Mike zahlen. Ey, ich habe leider meine Karte vergessen. Kannst du kurz auslegen? Hast du noch Geld? Oh nein. Oh, gute Idee. Ich hätte die Fresse halten sollen. Einmal 27 Euro für Marsha und dich. Dann für was? Als wir die Long Islands getrunken haben. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Noch nie gesehen, die Rechnung. Thank you very much. Thank you very much. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen zum Road of Fame, oder wie es heißt. Wohin? Walk of Fame. Road of Fame ist, glaube ich, ein Song von Enger Fist. Freunde, bevor das Video weitergeht, wollte ich euch ganz kurz unsere Butze vorstellen und den Partner, der das Ganze hier finanziert. Scalable Capital. Falls ihr Scalable Capital noch nicht kennt, Freunde, das Ganze ist ein Neo-Broker, bei dem ihr super easy, entweder über die App oder die Website, Aktien, ETFs und andere Finanzprodukte kaufen könnt. Das Ganze ist bei der Anmeldung und Nutzung komplett kostenlos. Und es wird sogar noch besser, Freunde. Ihr könnt euch eine Trading Flatrate holen, dann könnt ihr sogar die Ordergebühren von 99 Cent auch noch einsparen. Und was ich besonders wichtig finde, Freunde, das Ganze hat eine deutsche Bank im Rücken. Das heißt, eure Wertpapiere werden von der Baader Bank verwaltet. Und es wird sogar noch besser, das Ganze ist beim Finanzfluss-Broker-Vergleich Testsieger. Freunde, falls ihr also gerade auf der Suche seid nach einem neuen Neo-Broker oder ihr wollt anfangen, euer Geld zu investieren, checkt den ersten Link in der Beschreibung ab. Und immer dran denken, Freunde, wirklich nur Geld investieren, was ihr auch habt und vorher ausreichlich informieren. Ich habe euch dafür ein paar Videos in die Beschreibung gepackt. Und jetzt viel Spaß weiter mit dem Video. Boah, ist ein 30 Dollar Parkplatz worth it? Hallo Max. Wo? Das hier? Ja. Das ist eine Frau, die Hotdogs aus ihrem Kofferraum verkauft. Ich finde wirklich, das da Flohmarkt zu nennen. Oh, hier geht's los. Geh mal da so runter und mach so, guckst du mit der Kamera nach oben. Da bin ich der Erste, der das macht. Genau. Guck, und jetzt guckst du nach oben. Ja. Richtig schön, das zeige ich Opa. Are you from Germany? Yes. Yes. Düsseldorf. Dankeschön, 25 halbpreise Tubas, danke. Are you from Dresden? No, from Berlin. Berlin, Capital. Ja, yeah. Yeah, Capital Bra. You know him? Tom Cruise. Der meinte Hauptstadt. Ach so, er meinte Capital. Er hat Kapital gesagt auf Deutsch. Ich dachte, er meint Capital Bra, Digga. Ich auch. Oh mein Gott. Ey, wisst ihr, wo der Footlocker ist vom Ding? Okay. Achso, wir stehen legit davor. Nevermind. Wir dürfen nicht hier rein, ihr müsst draußen. Ah, okay. Weil wir Männer sind oder weil wir mit der Kamera filmen? Wir filmen ja nicht, wir streamen ja. USA, kompletter Baufusch. Ja, ja, ist so. Aber Freunde, guter Fusch ist keine schlechte Arbeit. Okay, es ist actually nicht gut gefuscht. True. Meine Vermutung ist, die bauen die Häuser mit Absicht nicht krass, weil die eh in 2 oder 3 Jahren von einem Hurricane weggeflogen werden. Ja, aber man könnte sie ja krass bauen, dass sie halt nicht wegfliegen. Ich glaube, das ist impossible. Ich glaube, die sagen lieber, hey, wir bauen das hier einfach aus Amazon-Karton, weil es nicht so teuer. So fette Gebäude hier sind auch so scheiße gebaut? Nee, das da kann nicht scheiße gebaut sein, oder? Dieses da, was man da sieht. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Digga, hör dir das mal an. Lego Duplo? Digga, das sieht so krass aus wie Stein, Junge, aber er. Digga, what the fuck, Bro? NA Walls. Deutsche in USA, ey, no way. Ja, aber ist so. Ich frag mich, wie lange muss man hier wohnen, bis es normal ist und man es nicht mehr geil findet, oder? Oder ist es für immer geil? Kevin, lass doch einfach mal ausprobieren. Du holst so eine Menschen für 3 Monate, wir ziehen alle kurz. Ganz kurz, was heißt, lass es doch mal alle ausprobieren? Bro, ich zieh doch hierher, um nicht mit dir in einer Stadt zu wohnen. Aber du musst ja mit mir hier sein, weil es wäre pass auf dich auf. Ich bin ein erwachsener Mann. Ja. Ich bin ja da. Hä, seid ihr dumm? Als ob ich so einen Pfleger bräuchte. Ich hasse euch alle. Ich würde dich voll gerne mal von so einer Klippe treten, Mike. Ich stell mir gerade vor, wie du an so einer Klippe stiegst und ich würde jetzt voll gerne so dir so einen Kick hier in den Oberkörper geben. Ist das bei Lena auch so? Bei Lena wäre auch witzig, aber bei dir wäre es noch lustiger. Weil er schwul ist? Weil er schwul ist, ja genau deswegen.
Tobi rankt neuerdings die Leute nach ihrer Coolness und nach ihrer Lustigkeit. Und Mike hat angeblich Lustigkeit 9,5 bekommen. Diese Skala macht überhaupt keinen Sinn. Mike, du bist, finde ich, von der Coolness her bist du so eine 3. Nein. Nee, okay, du stimmt, hast recht. Du bist eine 4 von 10. Ich bin keine 4 von 10. Ja, ja, schon. Was bist du? 7. Ja, und dann bin ich eine 3. Ja, du ja. Deine Cap trägst. So du lässt dir nicht mal die Haare richtig färben. So echt. Dein Ohrbund von deinem PA kaputtgeschlagen. Du hast eine fucking Box an deinem T-Shirt. Und du Bruder, bist ich arbeite. 10. Ich arbeite. Du, hallo, hallo, hallo. Ich hab doch die Frau gesehen. Ich guck, du fährst hier so ein Couple um, Bro. Autofahrskill auf jeden Fall 0 aus 10. Ich bin übel der gute Autofahrer. Halt dein Maul. Mike bekommt Gay-Bonus, sonst homophob. Nein, Mike ist ein Versager, egal was für eine Spastik er hat. Ich würde sagen, du bist so 6,5 aus 10 cool. Also ein bisschen weniger cool als ich, aber nicht viel. Wir sind beide sehr uncool. Dann hast du gesagt, dass ich cooler bin als du? Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, wenn ich eine Frau wäre, würde ich mit dir schlafen, Tim. Kennst du Frauen, die das machen würden? Ich glaube schon, ja. Ja. Hier ist Footlocker. Machst du? Soll ich? Heißt das nicht Footlocker und nicht Foodlocker, Mr. English Pro? Yeah, I would like to have like free long island ice cream. Ja, mein Junge, hat mir vergessen. So cool, ja, kann schon. Alter, Bro, was machst du hier? Wie random. Sunday is always on Merrill. Was geht, Bruder? Was geht? Sonntag sind wir hier. Sonntag sehen alle zu dem Trading Post. Okay, was ist das? So ein Markt. Ist das Worth? Sollen wir da hingehen? Ja, lass hingehen. Ja, okay, let's go. Perfect, wow. Der kann Real Rap gut Deutsch. Bruder, der Mann ist Deutsch. Ah, okay, das ist so ein bisschen so wie Flohmarkt hier, oder? Es ist Flohmarkt, aber so ein bisschen mehr, so ein ja, okay. Bisschen teurer. Ja, okay. Wir haben coole Sachen hier. Ja, okay, check. Das ist immer guter Vibe. Did you guys get a pool with a video on here? No. Can you guys come with me so you guys get approval? Because I don't know if anybody approved the media today. Ah, okay. Ah, das war's wieder Filme. You need to have it approved in advance. So okay. There's a form on our website to fill out. Okay. So we can just leave. That's fine too. Yeah. Okay. So we'll take a loop back there. Okay, thank you so much. Bro, ihr könnt auch hier bleiben sonst, ne? Also kein Stress. Ich wollte hier eigentlich gar nicht rein, ich gehe hier nicht immer hin. Echt hier so ein geiler Essensladen, irgendwas, was man ausstellen kann? Weil ich habe ein bisschen Hunger, ich weiß nicht, wie es bei euch same. Ist. Acai Bowls sind da vorne, ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Acai Bowl hattet. Ja, Bruder, hä? Ich weiß, dass es in Deutschland abgeht. Kranker Geheimtipp, Digga. Habt ihr schon mal Sushi gegessen, Leute? Holy shit. Ey, Bro, jemand hatte gefragt, wie das mit Logan und so zustande kam bei dir. Das fragen alle, Bro. Ja, meine DMs sind voll damit. Normal. Ich gib's dir das erste Mal. Oh shit, hast du es noch nie gesagt? Noch nie, wirklich. Alle wollen immer. Ich habe mindestens 300 DMs einmal gescreenshotet. Alle haben dasselbe gemacht. Wie ist dazu gekommen? Dein Werdegang zu Logan? Was mega random. Ich war hier mal als Touri. Ich hab so halt Content gemacht und wollte halt vloggen. Und dann bin ich hergekommen und habe ich halt irgendwie Logan seinen Roommate kennengelernt, also seinen Beibewohner. Das war damals Mark Doner. Der hat halt auch ein bisschen Vlogs und so Online-Content. Ja. Und durch ihn habe ich Logan kennengelernt. Und da habe ich mit Logan auch gechillt, da haben wir so Reaction-Videos auf Vines gemacht und alles. Das war halt damals so mega random. Ja, aber wie random? Also, aber wie lange warst du hier als Tourist, dass du die kennengelernt hast? Und dem, das war ein Urlaub, 2,5 Wochen. Du warst 2,5 Wochen einfach hier, hast random die kennengelernt und genau. Dann bin ich zurückgegangen, weil mein Urlaub vorbei war. Und dann habe ich zu Hause 4 Monate gesessen und dachte mir, shit, Bro, das ist meine Chance. Und dann bin ich einfach abgehauen. Und Logan hat mir halt Papiere geklärt. Alles für mich beantragt, dann war ich erstmal ein bisschen so illegal für ein paar Monate, weil das halt so in so Schweden war. Weil du nicht arbeiten darfst hier, ne? Aber er hat das dann alles für mich geregelt. Boah. Denn, als ich damals meine Green Card gekriegt habe, das allererste, was ich gekauft habe, war eine Glock. Okay, Bro. Holy shit. Das ist ja legal, weißt du? Ich hab hier ganz legal gekauft. Ich hab gestern mit Chat drüber gelabert, wie ist es hier in Kalifornien, weil hier gelten ja, glaube ich, andere Gesetze für Waffen. Dürfte man offene Waffe umtragen? In Florida ja, hier nicht. Es sei denn, du hast einen Ausweis dafür. Ja, okay. Was mega schwierig zu kriegen ist. Boah, du bist schon fast fertig. Ich kann bedenklich dran. Du hast mir eine 3 aus 10 gegeben. Nein, ich hab berichtigt, Bro. Ich hab gesagt 7 aus 10. Ja, auf meine Art und Weise, Digga. Wie ist hier die allgemeine Meinung zu HDDs? Shut the fuck up, Bro. Du weißt ja, was eine HDD ist, oder? Das Festplatte. Oh, ja. Ich hab mir als zweite Festplatte nur für meine Bots von meinem Stream, ja, habe ich mir eine HDD gekauft.
Und mein ganzer Chat lacht mich deswegen aus, weil ich broke bin und zu cheap für. Bro, eine SSD ist 100 Euro. Oh mein Gott, nein, jetzt siehst du auch noch. Mir ist einmal, eine teure Lacy Hard Drive kaputt gegangen. Seitdem bin ich psychisch gestört. Ich kann, wenn ich eine HDD sehe, niemals. Ich pack nicht mal ein Footage drauf. Ich habe nur SSDs. Hey, Philo, was geht? Hey. Was geht ab? Hi. Dominik. Boah, gerade noch gerettet. Holy Silver. Ey, Felix, du hast über viel Tomatensauce am Maul. Ich hab Tomatensauce am Maul? Ja, hier, oder? Was? Ja, ich fahr jetzt mit dem Uber. Ich hab noch nichts gegessen. Hä? Ja, okay, dann. Hä? Wo? Oh, vielleicht musst du mit mir rummachen. Na gut. Na und jetzt? Na und jetzt? Na und, Miguel? Jetzt hab ich auch Herpes. Ah, ein Bubble Tea? Ja, let's go. Die waren wir letztes Jahr auch. Bubble Tea ist so komisch, ne? Das schleimig in deinem Maul. Magst du nicht? Das ist magst du schleimig in deinem Maul nicht? Nee. Nein? Ich find's nice. Kommt auch mal ein Trip nach Asien mit der Crew. Bei Tokio wären ja safe Henke und Nick. Ich würde so gerne nach Tokio. Ja? Ja. Das letzte Mal, als meine Crew in Tokio war, da ging's nicht so gut. Oh, ja. Too real. Too real. Hey, Chad, wir haben gerade entschieden, alle wollen da rein und ich will auch da rein. Und es war ein solides Stream und wir würden jetzt einfach nur random hier rumlaufen. In dem Sinne, Freunde, wir hoffen, ihr habt noch einen schönen Abend. Peace.